Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der dritten Mission der deutschen Kampagne angekommen. Und ja, wir haben hier einen Drei-Fronten-Krieg tatsächlich, liebe Leute. Oh Gott, diese Mission, ne? Gut, wir haben noch Sachen, die wir hier bauen können, ne? Eine Sekunde. Ja, unsere Basis ist riesig, tatsächlich. Gut, wir können noch ein paar Panzer bauen. Dann würde ich sagen, machen wir das direkt. Oh, stimmt, wir hatten diese Nahrungsprobleme, ne? Stimmt, Leute, aber wir können da noch ein paar Artillerien bauen, noch so ein paar Geschütze hier. Jo, und warum nicht ein paar Bomber? Ich meine, warum nicht? Was man hat, hat man. Ne? Und ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Guck mal, wir haben hier Hühner. Interessant. Und ja, wie gesagt, freue mich, dass ihr wieder hier dabei seid beim guten alten Empire 11. Meine Güte, wir sind ja wirklich jetzt in der Weltkriegskampagne angekommen und wir bereiten hier gerade unsere erste Angriffsarmee vor. So gut. Ja, wie gesagt, deutsche Maschinengewehre, wir haben alles da an Nahrung. Aber ich glaube, wir hatten... Wir werden angegriffen. Ja, toll. Ah ja, gut, das sind aber nur Infanterie-Dinger. Das sind nur Infanterie-Sachen. Die Heckenschützen, ja. Sehr gut. Die Heckenschützen, die machen eine richtig gute Arbeit. Das ist der für die Bunker, ne? Und dann baue ich einfach mal einen. Komm. Komm mal hier oben hin und baue mal einen Bunker hier hin. So, der Bürger, der kann mal bitte mithelfen. Genau, wir brauchen nämlich noch ein paar Bürger. So. Für die Nahrungsproduktion, weil die wird essentiell wichtig werden. So, wenn der hier oben jetzt mit Panzern ankommt, das wäre natürlich kacke, ne? Wobei, wir haben hier Türme. Wir werden angegriffen. Was machst du denn? So ein Dummkopf. Warum rennt der da raus? Ja gut, dann ist egal, dann. Dann lass diesen Bunker halt. So, wir haben Bomber, liebe Leute. Wir haben unsere Bomber. Ja. Oh, wir haben kein Eisen mehr. Shit, wir haben kein... Da oben. Fertig. Och, du Heilige. Wir brauchen noch so viele Sachen eigentlich, ne? Moment. Moment. Was ist hier unten? Panzer! Ja gut, aber dafür haben wir hier Artillerien. Kriegt da hin, oder? Schafft ihr. Schafft ihr, ja. Den Panzer schafft ihr, Leute. Vor allem die Artillerie. Schaut mal, der Artillerieschuss. Bam. Kaputt. Sehr gut, Leute. Alles klar. Was schießt hier schon wieder? Mach mir nie so eine Angst. Verdammt nochmal. Oh, spielbereit. Command & Conquer Remastered. Genau, Leute. Ich nehme das Empire Earth heute vor Command & Conquer auf, weil es ein Update gab für Command & Conquer. Das habe ich jetzt nebenbei laufen lassen. Und ja, die Flugzeuge, die nerven gerade so ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Lässt du meinen Bomber in Ruhe? Lässt du meinen Bomber in Ruhe? Gut, und mit denen werde ich jetzt gleich mal hier unten zuerst angreifen gehen. So, liebe Leute. Lässt du meinen Bomber in Ruhe? Um Gottes Willen. Die sind nämlich extrem teuer, diese Bomber. Gut, dafür habe ich aber hier die Jäger. Ihr Jäger, kommt mal bitte raus hier, los. So, alles klar, Team 1. Draufschießen hier, los. Einfach draufschießen. Der Reiter hier noch, ja. Ich glaube, Pferde werde ich erstmal nicht mehr brauchen hier. Holy shit. Ja, das ist schon einiges, was hier ist, wirklich. So, bam. Weg damit. Sehr gut, Leute. Und ja, dann sind wir so wirklich jetzt mittlerweile fast im Command & Conquer-Zeitalter angekommen. Das ist so geil. Schaut euch das an. Wir machen hier... Unsere Schlachten hier schlagen wir. Und machen hier die Bunker im Arsch. Ganz genau, Leute. Die Artillerie schießt auf den Bunker. Sehr gut. Zack. Und wegmachen. So. Aber wir haben natürlich keine Flakpanzer dabei, ne? Das ist das Problem. Aber die ziehen ja nicht viel ab, zum Glück. So, dann macht ihr mal hier kaputt. Danach, nach diesem Angriff, müssen wir uns dann nochmal aufbauen. Oh, was ist das denn da? Schaut mal da. Wow, was zur Hölle? Da Artillerien. Da hinten Artillerien, Leute. Ja. Ach du Kacke. Was, wie viele?
Aber die kriegen wir noch hin, oder? Die Artillerien. Ach du Scheiße, Leute. Schaut euch das an, wie viel Artillerien der hat. Das ist übel. Das ist so übel. Aber gut, wir können uns dann neu aufbauen, ganz genau. Wo schießt der jetzt hin hier? Boah. Okay, alles klar, Leute. Richthofen. Helf mal ein bisschen. Gut, wir müssen unsere Ressourcen aufbauen, Leute. Wir müssen unsere Ressourcen aufbauen, verdammt. 15% Steingewinnung. Ja gut, mach das halt. Wir brauchen mehr Nahrung. Auch mehr Türme vor allem. So, dann mache ich die nächste... Das nächste Feld. Mache ich am besten... Leute, hier hin. Ganz genau. Gut, du kannst bitte helfen gehen. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, bauen wir uns mal wieder auf hier. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen unbedingt Eisen, Leute. So, da kommt er, versucht das wieder... Ah, mein Bomber! Aua, das tut doch weh, Mann. So, die PA-Geschütze. Wir brauchen unbedingt Flachs. Wir haben keine Flachs hier. Können wir keine bauen. Shit. Egal, liebe Leute. Wir haben hier Panzerabwehrgeschütze. Ach, könnt ihr mal aufhören? Manni. So. Roter Baron, Manfred von Richthofen, ja. Ja, Leute, willkommen zurück bei Empire Earth. Freut mich, dass ihr nach wie vor dabei seid hier bei der guten deutschen Kampagne. Ich habe euch gesagt, die wird lustig, ne? Ja, und sie ist lustig geworden. So. Jede Menge Bürger. Ach so, das war diese Forschung da, ne? Ganz genau, wir brauchen nämlich... Ne, wir brauchen keine mehr, okay. Ach Mensch, immer diese Luftkämpfe hier. Ja gut, das mit den Bombern, das war keine gute Idee. Das mit den Bombern war echt keine gute Idee. Die werden nämlich abgeknallt. Oder Moment, lass mal die Bomber drin. Lass mal die Bomber drin. So. Wir können nämlich die Einheiten hier drinnen lassen. Und dann werden die nicht abgeknallt. So, Luftkämpfe hier. So, meine sind besser als eure. Französische Flieger, ich bitte euch. Die können doch nichts. Richthofen, kommst du mal raus? Was ist mit dem Richthofen los hier? Hallo? Wo ist der Richthofen? Manni, wo bist du? Ich brauch dich hier. Verdammt. Da ist er. So. Komm mal raus hier. Mach, knall die mal alle ab. Oh Gott. Mach die kaputt. Ach, verdammt. Du Penner. Wirklich. Schön in die Flak ziehen, dann geht das. Nein, der Bomber doch nicht. Nicht der Bomber. Verdammt. Der Bomber, ey. Ja gut, egal. Leute? Wir haben 6 Bürger, sehr gut. Dann baust du... Dann baut ihr mal bitte hier oben so ein Dings hin. Ah, verdammt. Hier passt das hin. Sehr gut, ja. Ganz genau. Mensch. Flieger, Mensch. So, mach den kaputt. So. Und tschüss. So, der Bomber, der kann bitte hier hin. So. Drinnen bleiben einfach. Erstmal zumindest, bis wir uns mal wieder hier eine Armee aufgebaut haben. So, wir haben hier ein bisschen Verteidigung. Ist okay. Ja, dann brauchen wir eigentlich nur die Ressourcen hier, ne? So. Dann macht ihr mal bitte Eisen direkt. Wo werden wir schon wieder... Ha! Heckenschütze, ja. Die Heckenschützen sind mega genial. So. Aber wir brauchen da oben eigentlich auch ein Krankenhaus, ne? Ach, ich kann doch jetzt... Ja, okay. Nee, nee, gut, dann nehme ich mir hier einen Bürger. Baue mal ein Krankenhaus und baue hier... Nee, hier brauche ich eigentlich nichts. Ich sammle wieder hier unten, Leute. Ja, ja, ich sammle wieder hier unten, Leute. Wir brauchen aber Eisen für die Dinger. Shit. Für die Panzer brauchen wir auch Eisen. Och, roter Baron, weißt du was? Flieg mal hier in die Flachs rein. Zieh die mal schön in die Flachs. Lässt du den Bomber in Ruhe? Lässt du den Bomber in Ruhe? Penner, wirklich. Lass den Bomber in Ruhe. So, Manfred. So. Boah, hat er den echt abgeknallt, dieser Sack. Ne?
Luftkämpfe, Leute. Oh mein Gott. Zack, 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 zack. Ja. Okay, wo werden wir wieder? Dieser Penner. Dieser Penner hat echt meinen Bürger abgeknallt hier. Na gut, egal. Wir brauchen jedenfalls Eisen. So, 5 Bürger. Und den Rest, den mache ich jetzt einfach mal hier mit Maschinengewehre. Ganz genau, Leute. Ich werde Maschinengewehre bauen. Nahrungsmittel Gold, ja. Dann bauen wir ein paar Maschinengewehre. Oh, schon haben wir kein Gold mehr, oh mein Gott. Gut. Hier für die Reiter brauchen wir alles Eisen, ne? Das ist, wir brauchen jede Menge Eisen, Leute. Ich baue, glaube ich, auch noch ein paar Bürger mehr. 6 Stück mehr für Eisen, Leute. Ganz genau. Boah, und sonst geht's euch gut? Es ist gerade sehr, 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 sehr heiß draußen, Leute. Deswegen hört ihr wahrscheinlich auch hier im Hintergrund diesen Ventilator laufen. Jetzt habe ich ihn gerade ausgemacht. Jetzt ist er wieder an. Um einfach mal diesen Unterschied zu hören, ne? Und ja, meine Güte, also... schon einiges hier, was uns hier erwartet, ja. Aber geht. Machbar auf jeden Fall. Die Gegner kommen zwar angeschissen, ja, aber nicht so krass, wie ich das gedacht hätte. Also ich hatte das wirklich schlimmer erwartet. Das hatte ich mir echt schlimmer vorgestellt. Okay, gut, dann baue ich mal ein paar Krankenhäuser, liebe Leute. Hier oben haben wir die Maschinengewehre, ne? Deutsche Infanteristen, genau. Allerdings habe ich ja bei Command & Conquer Minikin nicht so eingesetzt, ne? Oh, schon wieder ein Flugzeug da. Manni, lock den in die Flax. Lock die einfach in die Flax rein. Ja, da hauen sie schon wieder ab hier. Weißt du was? Weißt du was? Ich baue mal ein paar Jäger. Gold und Eisen, ja. Hm? Baue mal 2 Jäger. So. Abschießen. So. Wir werden angegriffen. Diese Flugzeuge. Ihr nervt. Ihr nervt wirklich. Aber die machen zum Glück nicht so viel Schaden, wie ihr seht. Och du! Was machen sie denn jetzt? Jetzt versuchen sie, den Ballon hier abzuschießen. Artilleriebeobachterballon, okay. Gut. Der muss überleben, Leute. Der muss definitiv überleben. Und ja, dann. Ihr geht bitte hier oben hin, die nichts machen. Und du baust mal Krankenhäuser auf. Ganz genau, Leute. Krankenhaus hier hin. Oh Gott, so weit an der Front. Ja gut, dann mach. 2 Frontenkrieg hier. Oh mein Gott. Ja, Leute. Wie gesagt, dann bauen wir mal weitere Panzer. Auch ein paar Geschütze am besten. Was zur Hölle macht ihr da schon wieder? Was macht ihr da schon wieder? Lasst die Bunker drauf schießen. Verdammt nochmal. So, lasst die Bunker das machen. Die haben schon wieder einen Bürger abgeknallt, ne? Ah, nee, okay. Nee, nee. So. Was sind denn das hier für welche? Duff Boys. Interessant, Leute. Duff Boys. Okay. Interessant. Gut, alles klar. Wir müssen uns also echt durchkämpfen hier. Gut. Ich brauche mehr Geschützsachen hier. Also Haubitzen und sowas. Haben wir denn hier was? Ja, wir können was bauen. Sehr, sehr gut. So, ihr schießt die ab, ja? Brauchen wir gleich noch ein bisschen Artillerie. Wir brauchen auch Eisen. Meine Frösche, die brauchen alle Eisen. Gut, preußisch schwere Kavallerie werde ich nicht nutzen, denke ich mal. Nee, nee. Werde ich nicht nutzen. Ich brauche aber auf jeden Fall ein paar Ingenieur, deutsche Maschinengewehre, deutsche Infanteristen. Die brauchen alle Eisen, ne? Das ist, die brauchen alle Eisen. Hier, Gold. So, liebe Leute. Können wir gleich mit einer Maschinengewehrarmee arbeiten. So, wir haben ein Krankenhaus hier oben. Sehr gut. Dann bauen wir noch mal eins hier unten an diesen Verteidigungspunkt. Bum, bum. Diese Teile, ey, die sind so herrlich, die Haubitzen, ja. Ich liebe sie. So, dann bauen wir noch eine Artillerie. Bam, 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 bam.
die geile Mucke. Zerstören Sie die Festung Douaumont, Vaux und Souville. Also das hier, okay. Na gut, wir haben uns... Ah, hier gibt es einen Shortcut. Alles klar, dann gibt es hier irgendwelche Tipps mit dem Artillerieballon vielleicht. Ne, Einführung doch, Einführung war richtig und dann Tipps. Werden schnell aufwerten. Ja gut, nee. Hier, das hier, genau. Schön abschießen. Sehr gut. Alles klar. Und der kann sich mal bitte reparieren hier. Repariert sich nämlich in der Nähe von dem Flughafen, glaube ich. Ganz genau, Leute. Ganz genau. So, okay. Weiter aufrüsten, Leute. Artillerie. Definitiv mehr Artillerie. So. Ich brauche nämlich alles, was ich an Einheiten hier kriegen kann. Die Spielgeschwindigkeit ist auch wieder so langsam, ne? Deshalb dauert das so lange. So, Manfred, komm mal her. Scoute mal ein bisschen für mich. Ach, du Heilige. Ja gut. Das sind einige, ja? Moment. Genau dafür können wir doch Partisanen bauen. Nahrungsmittel Eisen. Bauen wir ein paar Partisanen, die die Flugzeuge abschießen. Ganz genau, Leute. Oh, schieß mal da drauf. Wenn du das noch kaputt kriegst, das wäre schon mal mega. Was machst du denn da? Bist du blöd? Ist der blöd? Was macht der denn da? Oh Mann. Okay, gut. Ich brauche noch ein Krankenhaus hier in der Mitte, Leute. Ja, dann... Keine Ahnung. Schieß die halt ab. Genau, Leute. Die Partisanen. Die schießen in die Luft. Das war, meine ich, so, ja. Gut. Sehen wir ja jetzt. Ganz genau, Leute. Die schießen in die Luft. Die schießen in die Luft. Sehr schön, Leute. Wir brauchen nämlich dringend Flak-Einheiten. Die haben ja so viele Flugzeuge hier rumscheißen, ne? Das ist unfassbar. Wirklich. Partisanen, ja. Genau, dann schießt die ab. Ach du Heilige. Der versucht immer auf meinen blöden Ballon da zu gehen. Na gut, dann machen wir die Reichweite ein bisschen höher. So. Bleibt ihr hier. So. Das wäre definitiv. Und dann brauche ich noch eine Haubitze. Und ja, dann können wir auch schon mal die Ressourcen während dem Angriff weitersparen. Aber so schlimm ist die Mission bis jetzt noch gar nicht. Also ich hatte es mir, wie gesagt, schlimmer vorgestellt. Wirklich. Gut, es könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen voreilig bin, aber... Nee. Hätte ich mir echt schlimmer vorgestellt. So, Leute, ich brauche auf jeden Fall ein paar Türme hier, ne? Gut, dann bauen wir Türme. Los. So, zack. Einfach mal ein paar Türmchen bauen hier. So. Kann nicht schaden. Gut. Leute, dann können wir nochmal los. Wir können nochmal hier unten angreifen. Dann machen wir das mal. So. Abschießen das Flugzeug. Abschießen. Partisanen. Sehr, sehr gut. Genau dafür habe ich die mitgenommen. Genau dafür. Für diese Drecksflieger von denen. Gut, dann können wir die Artillerien mal ein bisschen aufwerten. Wir werden angegriffen. Was denn jetzt schon wieder? Ach, Manni, lock die hier hinten hin. Da ist noch ein Angriffspunkt. Oh mein Gott! Ach du Scheiße, Maschinengewehr. Ich brauche hier Verstärkung. Aber wieso habe ich jetzt Einheitenlimit? Wieso habe ich jetzt Einheitenlimit? Das verstehe ich nicht. Ach, deswegen. Okay, gut, alles klar. Dann komm halt mit. Wow. Was macht ihr denn da? Seid ihr bescheuert? Folgt denen doch nicht. Die sind doch blöd, ey, wirklich. Die sind doch wieder blöd. So. Hä? Ach, die können auch auf Boden. Ja, okay. Aha. Gut, ihr seid dann einfach mal Team 2, wenn ihr so blöd seid. Geht mal schnell zurück. Bam. Ja. Ganz genau. Und dann werde ich gleich diesen ersten Stützpunkt hier, werde ich gleich mal platt machen. Ganz genau, Leute. Und ja, wie gesagt, wir spielen hier im Hitzesommer. Jo, dann drauf da, los. Dann drauf da. Oh, hier auch, okay. Hier auch, jede Menge.
Gut, jede Menge Duff Boys. Warum auch immer die Duff Boys heißen. Interessant. So, dann mach hier kaputt. Los. Ach du Scheiße. Ja, die Türme, die sind schon heftig hier, muss ich sagen. Gut, Leute. Ich weiß, das wäre eigentlich besser, wenn ich mit den Artillerien das mache, aber... Oh Mann. Mach den kaputt. So, los. So, die Türme im Arsch machen. So. Bams. Sehr gut. Und da hinten einfach draufballern. So. Och. Kommt ihr... Komm mal bitte hier hin. Los. Kommt mal bitte hier hin, ihr Partisanen, bitte. So, die erste platt machen. So. Erster Weltkrieg, Leute. Oh mein Gott. Ja, es ist tatsächlich der erste Weltkrieg, nicht der zweite. Ja. Aber im ersten Weltkrieg hatten wir auch schon Maschinengewehre gehabt. Das ist interessant, ja. So, ja gut. Dann macht ihr mal bitte hier das Zeug kaputt, ja. So. Ich habe nur noch einen Partisan. Oh mein Gott. Okay. Dann. Nein, nicht kaputt machen den Partisan. Bitte nicht. Auf das Flugzeug bitte. Auf dieses blöde Flugzeug. So, Artillerien. Ihr schießt mal bitte hier drauf. Und die Infanterie. Kommt mal bitte raus. So. Ihr sollt hier reinschießen. Verdammt. So, los, macht das kaputt. Das Zeug. Gut, liebe Leute. Alles klar. Ich habe keinen Partisan mehr. Shit. Egal, liebe Leute. Wir machen es kaputt. Auf den Turm da. So. Und jetzt noch das Zeug hier kaputt machen. Ganz genau, dann haben wir auch schon die erste Festung erledigt. Das geht ja wirklich klar, ne? Also, ich hatte mir das echt schlimmer vorgestellt. Sehr gut. Ihre Tapferkeit verleiht Ihnen das Oberkommando 4 Orden. Ich habe hier den St. Heinrich Militärorden, den Kaiserlichen Orden des Eisernen Kreuzes, den Orden des Königshauses Oldenburg und das Greifenkreuz. Boah, 4 Orden. Krass, Leute. Oh. Ja, das... Ach du... Oh Gott. Aber Vorsicht, Manfred. Gerüchten unter den Kriegsgefangenen zufolge wurde von den Alliierten ein spezielles Fliegergeschwader eingerichtet, um sie auszuschalten. Ja gut, dann zieh die halt... Ach, Moment, ich konnte gerade gar nicht darauf achten, weil hier die Panzer kommen, ne? Da kommen Panzer tatsächlich und wir werden wieder angegriffen. Ja, Panzerabwehr wird Angriff kommen. So, liebe Leute. So ein Fliegerkommando also. Okay. Müssen wir also auf den Money aufpassen. Alles klar, ich verstehe schon. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Jäger am besten. Wir werden angegriffen. Ja. Sehr gut, Leute. Wir haben... Wir haben den ersten Schießpunkt hier erledigt, liebe Leute. Gut. Die Flugzeuge gehen mir zwar auf den Sack, aber was soll man da machen? Können wir nichts machen. Wir können nur noch so viel kaputt machen, wie geht. So, liebe Leute, dann geht mal bitte in die Mitte. Jo. Dann brauche ich, kann ich die eigentlich ansammeln, ne? Die kann ich eigentlich in der Mitte alle sammeln, ja, ganz genau. Dann kommen die gleich mit. So, ein paar Partisanen. Deutsche Infanteristen und Maschinengewehre. So, liebe Leute. Bisschen Artillerie. Und Panzer natürlich. Und Panzer. Gut, Leute, dann... Mach diesen Panzer weg. Los. Mach den kaputt. Zack. Sehr gut. Und mach diesen Ballon da im Arsch. Da geht nicht. Mach die Artillerie da oben weg. Um Gottes Willen, Leute. Mach die Artillerie weg. So. Die halten nämlich nichts aus, die Dinger. Ich habe erfahren, dass wir nicht mehr Panzer bekommen. Schont also alle, die wir haben. Denn von jetzt an sind sie unersetzlich. Was? Wir haben keine... Oh mein Gott. Wir haben keine Panzer mehr? Warum haben wir keine Panzer mehr? Verdammt! Ernsthaft? Oh mein Gott. Wir haben keine... Boah, ist das mies. Wir können keine Panzer mehr bauen. Was soll das denn? Ja gut, das kann man auch ohne Panzer, ne? Dann macht ihr mal stärker. So.
Es geht auch ohne Panzer, wie gesagt. Die sehen ja, das sind ja diese Billigpanzer. Aber ach du Heilige. Ja, das meinten die halt damit, ne? So, Partisanen bitte abschießen, die Flieger. Weiblicher Bürger. Ja gut, okay. Wir können aber leider echt keine Flax bauen, ne? Ne, A ist für Flax. Ne, macht er nicht. Ja gut, auf jeden Fall können wir die abschießen, Leute. Die kriegen wir kaputt hier, die Flieger. Ja, Manfred, komm. Schaff's. Sehr gut. Alle abschießen hier, Manfred. Geil. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr schön gut. Dann können wir leider keine Panzer mehr bauen. Dann ist das so. Gut, dann mache ich halt die Infanterie ein bisschen stärker. Die sind schon... gib mir so ein Minikin, genau. Deutsche Infanteristen. So. Was macht denn der Panzer jetzt schon wieder hier? Ich habe keinen Bürger gerade frei, ne, um ein Türmchen zu bauen. Doch, komm, du da. Dann bau halt einen Turm hier hin. So. Da kommt dann mit noch ein Panzer. So. Noch ein Panzer. 3 Stück. Oh mein Gott. Ah, nein. Ach, verdammt. Dass er da jetzt mit den Panzern angeschissen kommt, gefällt mir gar nicht, Leute. Das gefällt mir gar nicht. So, draufschießen da, los. Brems. Ihr seht, die Artillerie bringt gegen Mannequin, bringt die nix, Leute. Macht diese blöden Panzer weg. Wirklich. Diese Dreckspanzer. So. Bams. Sehr, sehr geil. Zack. Bums. Okay, Leute. Gut. Da kommt der blöde Panzer. Weg damit. So, sehr gut. Aber wir können nach wie vor hier sowas bauen. Das ist wichtig, Leute. So, dann Maschinengewehre nochmal. Wo denn schon wieder, hä? Die Partisanen. Die laufen immer nach vorne. Das ist blöd. Die werden den Tag verfluchen, ja, ganz genau. So sieht's aus. Und ja, liebe Leute, die Folge ist gleich schon wieder vorbei. Ich glaube, diese Aufnahmesession werde ich wirklich nur diese Mission schaffen, ne? Das ist krass. Aber die Mission hat's halt auch in sich. Auch wenn ich hier schon was platt gemacht habe, aber naja. Das war noch längst nicht alles, ne? Gut, alles klar. Ich frage mich gerade, was dieser Ballon eigentlich bringt, ja? Dieser Artillerieballon. Der hier. Naja. Keine Ahnung. Ich habe den einfach mal da abgestellt. Geschwindigkeit von Bürgern, ja, das können wir mal gerne mal machen. Universität habe ich keine, brauche ich auch nicht. Ja, das geht. Oh, hier oben habe ich keinen Turm stehen, ne? Moment, hier oben habe ich keinen Turm stehen. Wo denn jetzt schon wieder da? Ja. Da habe ich keinen Turm stehen. Ja, dann baue ich mal welche. Hier oben muss ich definitiv verteidigen. Oh, Flugzeuge. Die Partisanen bitte. Draufballern. Los. So. Alles klar. Manni, schieß auf den Panzer. Zack. Sehr gut. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, baue ich noch die beiden Türme hier auf. Und dann brauche ich noch die Armee fertig und dann den Angriff, liebe Leute. Sehen wir beim nächsten Mal. Wie wir hoffentlich jetzt endlich mal hier durchkommen, weil das ist ja mega nervig. Dann versuchen wir mal das Ding hier unten platt zu machen. Und hier oben dann als letztes. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, Leute, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Dann speichere ich das mal unter Deutsche. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.